Das sanierungsbedürftige Segelschulschiff Gorch Fock hat heute einen ersten Testlauf absolviert. Nach mehr als 3 Jahren wurde der Rumpf wieder zu Wasser gelassen. Vorausgegangen war eine Einigung in einem Rechtsstreit. Die Sanierung der Gorch Fock war ursprünglich auf 10 Millionen Euro veranschlagt worden. Jetzt wird mit 135 Millionen gerechnet. Eine gut gelaunte Ministerin an Bord eines unfertigen Schulschiffs. Immerhin schwimmt die Gorch Fock heute wieder. Für Ursula von der Leyen ein Meilenstein, auch wenn die Kosten für den Neuaufbau des Schiffes explodieren. Die Perspektive ist besser geworden, dass wir unser gemeinsames großes Ziel erreichen können, dass die Gorch Fock im Herbst 2020 wieder in der Ausbildung eingesetzt werden kann. Bis gestern war nicht klar, ob die Bremerhavener Bredow-Werft das Marineschulschiff heute überhaupt freigeben würde. Denn der Fall ist kompliziert. Ende 2015 soll das Schiff saniert werden. Die Marine heuert die Elsflitter Werft als Generalunternehmer an und bezahlt sie. Die wiederum beauftragt die Bremerhavener Bredow-Werft mit dem Neuaufbau. Später ist die Elsflitter Werft insolvent. Subunternehmer Bredow-Werft fürchtet, auf Kosten von 5,1 Millionen Euro sitzen zu bleiben und möchte das Geld jetzt von der Marine. Die aber winkt ab, jetzt soll der Streit vor Gericht geklärt werden. Der Bund hat uns unmissverständlich klargemacht, dass es kein Geld geben wird, sodass wir den Klageweg ohnehin beschreiten müssen. Nach dem Ausdocken wandert die Verantwortung für das immer noch stark beschädigte Schiff zurück zur Elsflitter Werft, die eine neue Geschäftsführung hat. Was jetzt allerdings genau mit der Gorch Fock passiert, das konnte Ursula von der Leyen auch heute nicht sagen.